Ja, sind die denn eigentlich alle miteinander verwandt? Könnte man manchmal denken, wenn man den Einheitslook vieler Frauen sieht. Kleines Näschen, darunter eine Entenschnute und schon sehen sich alle irgendwie ähnlich. Ist aber nur das Ergebnis von diversen Eingriffen. Und gerade hier in Düsseldorf boomt das Geschäft mit dieser Art von Schönheit besonders. Allerdings sollte man schon darauf achten, in wessen Hände man sich dafür begibt. Das zeigt der Fall von zwei Kosmetikerinnen aus Bochum, die sich bei ihren Kundinnen an Lippenvergrößerungen versucht haben. Heraus kam das hier. So sah Vanessas Mund aus, nachdem eine Kosmetikerin ihr die Lippen in einer Privatwohnung unterspritzt hatte. Mit einem vermutlich billigen Präparat und einer nicht sterilen Spritze. Einen Tag bis zwei Tage später fing es richtig an, weh zu tun. Es war eine extrem große Schwellung, auf der rechten Seite mehr als auf der linken Seite. So war mir direkt bewusst, sie hat nicht gleichmäßig gespritzt. Und dann bildeten sich auch Knubbelchen. Also es war schon echt extrem prall und ich konnte auch nicht mehr richtig essen und auch nicht mehr richtig trinken. Dr. Denis Alexejew hat das alte Präparat in Vanessas Lippen mit einem Enzym aufgelöst. Jetzt sind sie wieder natürlich, doch die 21-Jährige möchte trotz schlechter Erfahrung mehr. So sinnliche Lippen wünscht sich ja jede Frau. Ein bisschen voluminöser würde mich dann schon befriedigen. Die Vorfälle in Bochum haben an dem Wunsch nach volleren Lippen bei vielen Kundinnen nichts geändert. Die Menschen sind auch getrieben, auch schön auszusehen. Ist es so, aber sicherlich solche negative Schlagzeilen können auch vielleicht, oder ich hoffe, dass die Menschen dadurch auch etwas vorsichtiger werden. Damit dieses Mal nichts schief geht, werden Vanessas Lippen desinfiziert und mit einer Salbe betäubt. Jetzt muss sie 20 Minuten auf die Wirkung warten. Auch Melina will sich hier ihre Lippen unterspritzen lassen. Jetzt hat Melina ja eigentlich ganz schön voluminöse Lippen und auch eine schöne Form. Muss man denn da überhaupt noch so viel machen? Sehr viel nicht. Also wir können dezent die Lippe auffüllen, sodass noch im natürlichen Bereich bleibt, dass die Lippe nicht absteht, dass sie auch keinen Entenschnabel hat. Haben Sie schon mal den Wunsch einer Patientin abgelehnt? Selbstverständlich. Wenn Patienten kommen mit entweder nicht erfüllbaren Wünschen oder es medizinisch kritisch ist, dann mache ich das aber natürlich nicht. Die 26-Jährige ist mit dem Ergebnis zufrieden. Dann ist Vanessa dran. Der Chirurg erklärt ihr, worauf sie vor dem Eingriff achten soll. Man soll darauf achten, dass die Verpackung zu ist. Soll auch vor den Augen des Patienten aufgerissen werden und dann sehen sie, dass das alles steril verpackt. Hyaluronsäure kommt auch natürlich im menschlichen Körper vor und wird zum Auffüllen genutzt. Eine anschließende Massage soll dieses Mal die Klümpchenbildung verhindern. Ich finde es super, sehr schön und es sieht auch nicht zu künstlich aus. Ich bin glücklich, überglücklich. Nach etwa 6 Monaten baut sich das Hyaluron langsam ab. Für den Traum von vollen Lippen müsste Vanessa dann nachspritzen lassen.